es immer eigentlich? Denn es ist eine Frage, sagen wir mal so, dadurch, dass der Hype entstanden ist, sind ja deutlich größere Firmen eingetreten. Und mit Sony und so ist ja, ne, die es auch offensichtlich bekundigt haben, dass sie Virtual Reality ganz toll finden und das halt aufgreifen wollen und viel dafür kreieren wollen, ist der Support von Entwicklern und Entwicklerstudios definitiv da. Was positiv ist. Jedoch, was dann tatsächlich bei rumkommt, ne, das kann floppen, wie du weißt, wie schnell das geht. Wenn das die ersten fünf Spiele, die dafür rauskommen, ne, nicht hundertprozentig gut sind und das Ding floppt, dann kauft das keiner. Und dann hat Sony und manche andere Firmen sehr, sehr viel Geld für diese Entwicklung ausgegeben und reingebuttert, nur um dann festzustellen, ja, es ist nicht so gut, wie wir gedacht haben. Mhm. Aber was das Problem, was ich so ein bisschen halt habe, ist, im Moment gibt's ja gar nichts dafür an Spielen eigentlich. Oder relativ wenig. Und immer sind es nur diese Demos. Dabei existiert ja eigentlich schon ein Oculus Rift und sowas. Denn es gibt ja diese Dev-Kits. Genau, man kann es ja quasi schon erwerben. Ne, die sind dann vielleicht dann nicht optimiert oder sowas oder haben kleinere Bugs, aber das ist ja eigentlich das Endresultat. Und die anfangs die Leute gehypt waren sie, keine Frage. Aber es hat sich auch sehr, sehr schnell gelegt bei ihr. Die haben dann gesagt, boah, Oculus ist ganz toll und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber hörst du jetzt im Moment zum Beispiel noch jemanden, der mit einer Oculus Rift Videospiele spielt? Nö. Als war das wieder nur so ein kurzes Aufblitzen und jetzt hat es sich gelegt und jetzt interessiert schon keinen mehr. Und meines Erachtens liegt es ein bisschen daran, dass die Firmen nicht schnell genug waren mit ihrem Produkt. Ja. Was natürlich auch durchaus positiv ist, dass sie mehr Entwicklungszeit reinbringen, aber im Moment drehen sie sich meines Erachtens im Kreis. Denn was jetzt passiert ist, yay, jetzt haben wir 720p geschafft und es wird weiterentwickelt und yay, jetzt schaffen wir 1080p. Yay, und dann heißt es ja, aber wir könnten ja jetzt 4K oder sowas auch schaffen. Ne? Und dann kommt wieder das nächste Ding raus und sie haben immer so einen Zyklus und dann entwickeln sie wieder was Neues, ne, mit diesen Controllern und sowas und dann, sie kommen, werden nicht fertig. Sie entwickeln und dann entwickeln sie zu lange, der Hype ist weg und keiner will es mehr haben. Fast wie bei Star Citizen. Das auch einfach nur entwickelt, immer 300.000 Stretch Goals oben draufhauen und hinterher hast du dann ein ganz anderes Spiel. Also ich weiß nicht, wie positiv es ist, dass sie halt immer noch dran entwickeln und immer Neues machen, denn irgendwann reicht's auch, dann kannst du das Spiel ruhig mal rausbringen. Oder halt das Gadget. Hm. Aber es ist, keine Ahnung, das kann der Coup des Jahrhunderts werden und Gaming ganz weit bringen. Es kann aber auch total nach hinten losgehen. Genau. Das weiß halt keiner so genau. Das ist wohl wahr. Brauche eine Werkbank. Jetzt nochmal eben kurz hier mein Spawnpoint, damit ich hier auch mal wieder spawnen und nicht immer wieder laufen muss. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt abgebaut habe. Ich glaube nur 100 Erze oder so, ist gar nicht so viel. Aber mit dem Dauerbeschuss da unten ist auch echt schwierig. Ja, glaube ich. Besonders ich wollte halt gleich nochmal ein bisschen mitkommen. Ich muss immer tiefer, kannst du kaum. Du hältst ja die Lava nicht aus. Aber halt, wenn ich da bin, kann ich vielleicht die Mistviecher aufhalten. Ich habe das Problem so ein bisschen. Seit wann haben wir den Weg nach da unten links eigentlich? Ups. Was hast du denn da wieder vorgehabt? Da habe ich ein Item geholt. Das da direkt vor unserer Haustür war. Das ist halt eine Zutat von dem
von den Lightning Boots war. Lightning Boots? Mhm. Ach. Ich hab doch gesagt, ich habe neue Schuhe. Hier, ich dachte, du wolltest da was mit den Ice Skates draus machen. Das war so das. Ja, ja, das kommt jetzt gleich noch oben drauf. Ja, ich wollte dir eigentlich diese Lava Wanderers geben, aber die geben leider kein Bewegungstempo. Also es ist unnötig. Die kann ich dir geben, ne? Die sind nutzbar, wenn jemand unten abbauen will, aber sonst die unnötig. So, einmal kurz die Holzfinder. Ich mache jetzt hier wirklich sehr provisorisches Hartz-IV-Heim. Für die ollen Obdachlosen. Für die Flüchtlinge. Wollte ich eigentlich auch hier Pfeile bauen. Damit hier dann ein paar NPCs mal eben schnell spawnen können. Können wir dann halt bei Zeit dann nochmal erweitern, vergrößern, verschönern. Wie wir lustig sind. Erstmal brauchen wir halt überhaupt nur die NPCs. Und dann mal gucken. Ja, 38 Barren habe ich da jetzt rausbekommen. So. Waren die falschen Barren, die ich gerade gebaut habe. Na, egal. Ich habe Crimson Barren gebaut, anstatt Höllenstein, weil die auch fast identisch aussehen. Ah, nur fast. Das war wirklich echt nah dran. Fast macht immer noch einen großen Unterschied. Ist so. Ja, ja, ja. Ich bin nicht bei der Sache, aber das macht nichts. Das bist du nie. Ich sag jetzt auch nicht, was passiert ist. Kannst du selbst was hast du getan? Nix. War nix. Hast du irgendwas wieder verbaut? Nö. Aber mein Höllentrip war komplett umsonst. Yay! Yeah. Hast du weggeschmissen? Nö, mein Inventar war voll. Ich hab die überhaupt nie aufgesammelt. Super! Weil ich irgendeinen Höllenbanner mit reinbekommen hatte und so ein Quatsch. Yay! Yeah. Also ich hab 5 Höllensteine und irgendwie kein Loszeug. Na, wenn das mal nicht super ist, du, dann weiß ich auch nicht. Was macht einen immer rasend? Es könnte schlimmer sein. Scheiß. Mal ehrlich. Wollen das Inventar gefälligst größer machen? Du hast doch bald schon ganzen Accessoire-Platz mehr. Was willst du mehr? Mehr Inventarplätze. Gibt's nicht. Du hast doch schon ein Schweinchen. Kann es nicht reichen? Das ist rappelvoll. Ja, bei mir auch. Mit Krempel. Und hier ist auch jede Truhe voll mit Krempel. Ja, das ist komischerweise auch fast alles unnötiger Krempel. Aber ich sortiere die diesmal nicht. Du. Nee, das müsste ich dann tatsächlich mal tun. Da musst du aber die Leute unterhalten. Also mehr als sonst. Noch nicht allein unterhalte. Ja doch. Du kannst es bestimmt super. Rocket League hat einen Hockey-Modus. Bitte? Rocket League hat jetzt einen Hockey-Modus, ja. Wie funktioniert der denn? Du hast einen Puck. Ach so. Einfach kein Ball mehr, sondern ein Puck. Genau, du hast ja auch die Option, halt einen eckigen Würfel zu haben, anstelle eines richtigen Balls. Ich hatte noch was mitbekommen von irgendeinem Chaos-Modus. Ja, das ist frage mich. Ach, schau, was. Ja, toll. Komm. Was hast du denn jetzt schon wieder? Meine Schuhe nicht ausgerüstet gehabt. Bin freudig in die Lava gesprungen, nur um zu merken, hey, du kriegst ja Schaden. Was ist denn los bei dir? Ach, ich weiß nicht. Willst du darüber reden? Nö. Na gut, dann nicht. Ich hätte eh nicht zugehört. Pass einfach nicht auf. Besonders, weil ich gerade nebenher immer noch gucke, ob ich nicht irgendwas vorlesen kann. Wie zum Bleistift Rocket League Hockey Modus. Yay, Rocket League Hockey Modus. Ja. Hast du den schon gespielt? Nö. Ich auch nicht.
Was sagst du denn zu Overwatch? Overwatch ist Overwatch. Ach so. Ist halt nicht mein Spiel. Immer noch nicht. Ich meine, ich werde es spielen. Mal reinschauen. Hast du schon vorbestellt? Ich habe schon vorbestellt. Bei Blizzard. Aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sage, oh mein Gott, I need it vorgestern. Mhm. Einfach weil ist so. Weil ist halt ein Multiplayer-Spiel. Multiplayer-Spiele sind grundsätzlich halt jetzt nicht so Spiele, wo ich sage, ja, ne, I need it. Ich meine, ich spiele hin und wieder gerne was mit anderen Leuten, aber halt jetzt auch nicht so. So Multiplayer-Shooter. WoW war da so ein Standard einfach, ne? Ja, das war was anderes. Bruno ist angetroffen! Bruno! Ja, Bruno! Mayday für Bruno! Ah, schön. Schön ist, ich kann die Steine tatsächlich, die ich angefangen habe abzubauen, aber jetzt immer noch einsammeln, was ich sehr positiv finde. Die sind noch nicht despawned. Immerhin. Weiß ich nur nicht so genau, wo ich überhaupt abgebaut habe. Mache ich immer so Touren einfach mal durch die Hölle und oh, ich habe den echten Bruno. Ich habe Bruno angesprochen. Er sagt, versuchen Swirly, Rosa und Lila. Es funktioniert, ich schwöre. Was sollst du probieren? Versuchen Swirly, Rosa und Lila. Der es Funk funktioniert, ich schwöre. Was ist Swirly? Ich habe keine Ahnung. Magic? Ich habe keine Ahnung. Ich schließe mit ihm Geschäft ab. Was kann man denn kaufen? Ach, Farbe. Ja, yeah, du kannst dann, glaube ich, Ausrüstung oder so. Scarlet ist eingetroffen. Na, ich sag ja, ne? Flüchtlinge kommen jetzt auch in Terraria an. Ach, wie gut, dass wir immer so politisch korrekt sind. Immer. Scarlet immer verkauft Farbe, also halt Haarfarbe und sowas. Okay, ich kann mit der Maus einfach durch die Lava gehen und wenn ich was übersehen habe, dann wird das aufploppen mit Höllenstein. Das ist gut zu wissen. Habe ich, glaube ich, alles eingesammelt. Ja, jetzt habe ich rote Haare. Super. Jetzt ist ja die Kals, ne? Kann die Bosskämpfe kommen. Jetzt ist Ende Gelände, du. Jetzt ist, ne? Wir laufen weg. Vor Schamesröte. Rotschopf. Ich bin eine Hexe. Yay, 100. Häschen getötet. Du hast keine Seele. Ich hab keine Seele. Deswegen spiele ich Dark Souls. Dort sammle ich all meine Seelen. Krieg ich deine Seele? Nö. Versuch was wert, nicht wahr? Ja, man kann mal fragen. Man muss halt dann auch das Nein akzeptieren. Die kriegst du nur im Steam Sale. Im Steam Sale krieg ich deine Seele. Ja. Okay. Nehme ich beim Wort. Aber nur wenn es im Angebot ist und bei 75% ist. Das kann dauern. Oh ja. Das habe ich befürchtet. Aber hey, jetzt haben wir einen Bunny Banner. Super. Kommen jetzt noch weitere NPCs? Aber ich könnte dir vielleicht einen Pfandschein geben für die Seele. Da bist du Nummer toll. 348. Wäre doch was. Ja, hätte was. So, ich habe meine Themen abgearbeitet. Jetzt bist du gefälligst dran. Fang mal an. Ich habe keine Themen vorbereitet. Ich war heute den ganzen Tag beschäftigt mit Let's Battles. Was findest du denn an Star Wars am besten? Dass es keine Enterprise gibt. Dass es keine Enterprise gibt, ja. Und keine Klingonen. Magst du keine Klingonen? Nicht zum Frühstück. Obwohl, ich muss sagen, aber halt fand den Gag letztens wieder nett mit trifft sich der Stormtrooper und der Red Shirt Guy von Star Trek. Der Stormtrooper schießt und verfehlt, aber der mit dem roten Shirt stirbt trotzdem.
Ja, doch. Ja.